Urspring bei Steingaden. Das ehemalige Messmerhaus wird wieder hergerichtet. So, dann schauen wir mal, was da aus alten Öfen rauskommt. Ja, die da mal gestanden sind, ob wir da noch was zusammenbringen. Ja. Das schaut ja recht hübsch aus. Ja, schön. Mit Aufbau. Halbkarre. Muss man da hier, oder? Mal ein paar davor legen. Die Abschnitte. Eine Tür ist auch dabei. War ganz nett, oder? Ja, das Feuergeschenk, das brauchen wir zwar nicht, aber das ist auch noch dabei. Ah, das ist der Sockel. Sockel auch. Okay. Ecksockelteil, gerader Läufer. Jetzt kommen die ganzen. Da sind die Eckkarren. Der war eingebaut. Jetzt haben wir. Oh, so, schön. Aha. Ganz egal. Gut aus. Super, ganz nett. Wird das sein? Anfang 1900. Die Krönung. Toll, ja. Das könnte was werden. Schaut gut aus. Luttenried bei Lengenwang ist ein kleiner Weiler mit ein paar Höfen. Hier haben Judith und Boni Smetana vor Jahren ein altes Bauernhaus renoviert und dort ihre Werkstatt eingerichtet. Sie ist Keramikerin, er Ofenbauer. Was macht sie sonst noch für Öfen? Also im Endeffekt die ganze Palette an Öfen, was die Technik in verschiedenen Formen anbelangt, vom Grundofen bis zum Ofen mit Wassertechnik und auch das Design. In welchem Haus bin ich und in welchem Haus baue ich was rein? Nach dem richten wir uns. Das kann ein ganz moderner Stil sein mit Naturstein, mit Metall, nur verputzt, nur geschlemmt, nicht nur mit Keramik. Kommt immer darauf an, was gewünscht ist und in welchem Haus ich das baue. Die ganze Palette ist dabei. Wann der erste Grundofen eine Behausung gewärmt hat, ist nicht genau bekannt. Man vermutet nur, dass die Backöfen früher in die Stube ragten, von der Küche aus befeuert wurden und den Raum daneben heizten. Der Rauch blieb so in der Küche und zog durch das Dachgebälk nach draußen. Kachelöfen gibt es heute in allen Varianten. Doch eines haben sie alle gemeinsam. Sie strahlen diese wohltuende, angenehme Wärme aus. Kachelofenwärme ist einfach etwas anderes. Im Urspringer Bauernhaus bereitet Boni Smetana den Boden für ein Fundament vor. Die sparen wir mal auf, die wir brauchen. Ein Grundofen soll später die kleine Austragsstube und durch eine Luke in der Decke auch die Schlafkammer darüber wärmen. So, die Baustellgewebe haben wir schon drin. Den Abschnitt machen wir auch rein. Ist das an der Tagesordnung in so ein halbfertiges Haus, was einbauen, oder ist das primär? Es ist absolut nicht mehr an der Tagesordnung. Es kommt selten vor, aber hier am Land schon noch ab und an. Die Fans gibt es nach wie vor, die alte Häuser herrichten und das auch so in ursprünglicher Weise gern wiederherstellen und haben wollen. Nee, ich mach's gern. Man ist von Anfang an dabei und baut im Endeffekt ein Haus im Kleinen. Das heißt dabei vom Fundament, von den Mauern,
vom Dach bis zum Geschütz. Und zur optischen Schönheit und zur Sitzbank als Möbelstück. Und das ist das Schöne am Ofenbau. Du machst es mehr so nach Gefühl auch, gell? Oder? Du hast jetzt so also Fundamente und so im Prinzip dem Raum angepasst. Ja, im Fundament dem anderen angepasst, mit Eisen bewährt, mit den richtigen Materialien, der Größe, der richtigen Stärke, die du weißt von bis, wo es funktioniert und das Gewicht aushält. Natürlich, man hätte jetzt eine Berechnung anstellen können, aber das ist Erfahrung, das braucht man nicht mehr. In der Wohnstube nebenan schaut Judith schon einmal, wie der Ofen später aussehen könnte. Also das schaut ja klasse aus, gell? Super. Sieh. Mit den Zügen ist ja das Wichtige eigentlich, oder? Beim Kachelofenbau. Das ist das eigentliche Ofensetzerische, sprich dem Holz die Wärme zu entziehen, dass er nicht nur in dem Moment warm macht, der Ofen, wenn er brennt, sondern wenn der Abbrand beendet ist, noch lange Zeit anhaltend eine nachhaltige Wärmespeicherung hat. Heißt, mit viel Schamott, mit vielen dicken Wänden, in dem die Rauchgase, das Feuer und die Rauchgase komplett durch den Ofen geschickt werden, ihre Temperatur abbauen und mit der nötigen abgekühlten Temperatur in den Kamin eintreten, man ihnen die Wärme entzogen hat. Das je nach Bauweise bei uns mittelschwer, heißt es eine Wärmespeicherung von ca. 10 Stunden in etwa gleichmäßiger Form. Und nach dieser Zeit, in noch einem längeren Zeitraum von ein paar Stunden, baut er sich langsam ab. Im Grundofen feuert man eigentlich die Heizperiode durch, feuert ihn Ende September, wann auch immer, wenn es kalt wird, an. Und feuert ihn dann am Anfang 2-3 Mal, bis er richtig durchgewärmt ist. Und dann je nach Außentemperatur reicht es eigentlich aus, ihn 1-2 Mal am Tag zu befeuern, wenn es nicht sehr kalt draußen ist, um die Null. Einmal am Tag, dann ist der Ofen, der Raum immer warm. Und das ist die höchste Energieeffizienz, die man beim Ofen, beim Holz erzielen kann. Wie ist das eigentlich angegangen mit euch? Wie seid ihr drauf gekommen, diesen Beruf zu machen? Ihr ergänzt euch da ja auch gut. Ja, es war eine gemeinsame Idee auf jeden Fall. Also wir haben uns nicht getroffen, das vorab gesagt und gesagt, aha, da habe ich meine Keramikerin, da habe ich meinen Ofenbauer, da könnten wir ja zusammen was anfangen. Wir haben uns schon gekannt und es war eine gemeinsame Entscheidung, was zu machen, was uns beiden gefällt, was uns aber auch verbindet. Und in gewisser Weise war es auch ein Zufall für mich. Du warst schon länger gern in der Keramik aktiv, auch neben in der Schulzeit. Ja, ich habe das halt mehr so hobbymäßig betrieben und fand das einfach immer schon ganz toll. Und ich wollte dann einfach eine Ausbildung machen. Aber genau. Ihr habt früher was anders gemacht, oder? Wir haben vorher was anders gemacht. Was hast du gemacht früher? Ich habe vorher in so einer sportmedizinischen Praxis gearbeitet, beim Sportmediziner Chirurgen, so mit Tagesklinik und da als Assistentin. Und das hat mir aber dann irgendwann ziemlich bald keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und Bonny, du hast ja was anderes gemacht. Ja, ich hab was Interessantes, aber nicht unbedingt beruflich ertragreiches, mal Geografie studiert. Und habe mir nach dem Studium überlegt, wenn ich doch auf einem festen Platz in einem Amt oder was zum Sein, ist es auf Dauer nicht. Und überlege mir ganz was anderes. Haben wir überlegt, ja, Handwerk, das wäre doch Golden Boden, sich selbstständig machen. Und so ist langsam die Idee gewonnen. Es war nicht gleich so, ich wäre Ofenbauer, sondern es ist gewachsen. Gewachsen ist auch das Haus der beiden. Mit viel Arbeit, Geschmack und Liebe zum Detail
haben sie den alten Hof über die Jahre hergerichtet und ausgebaut. Lechbruck ist unsere nächste Station. Hans und Stefan Hack haben hier ihre Ofenbauerwerkstatt. Vor einiger Zeit hat Stefan den Betrieb vom Vater übernommen.